Masse. Masse ist ganz wichtig. Masse, man sagt, der ist aber massig. Ja, dann ist er ziemlich dick, der Mensch, von dem ich rede. Oder meistens sagt man, wie schwer bist denn du? Ja, wie schwer bist denn du? Müsste man eigentlich sagen, wie viel Masse hast denn du? Das sagt aber keiner. Also, wir müssen da grundsätzlich von der Schwerkraft unterscheiden, wie doll wir angezogen werden von unserem Planeten. Aber die Masse hat etwas ganz anderes an sich. Eine Masse, ich mache es mal wieder stilisiert, ich nehme mal einen Würfel. Und dieser Würfel hat eine bestimmte Masse. Wir beschäftigen uns ja mit Körpern und egal woraus dieser Würfel besteht, wenn er aus Luft besteht, hat er eine gewisse Masse. Besteht er aus Eisen, hat er viel mehr Masse. Besteht er nur aus Wasser, hat er weniger und so weiter und so fort. Eine Masse hat aber eine ganz böse Eigenschaft. Als wir noch keine Raumfahrt hatten, da gab es solche Einheiten wie ein Kilogramm als Masse, ein Kilogramm, hier auch ein Kilogramm. Und man sagte dann der Einfachheit halber zur Kraft ein Kilopond. Das ist veraltet. Ein Kilopond. Ein Kilopond war damals die Kraft, das lassen wir mal lieber, ne? Das war damals die Kraft, mit der ein Kilogramm auf der Erde angezogen wird. Spätestens als die ersten Menschen auf dem Mond waren, sagte man, naja, nichts mehr mit einem Kilopond. Auf dem Mond ist ja alles viel leichter. Und da kam man dann durcheinander und da musste man sich eine neue und bessere Einheit einfallen lassen. Alles viel leichter, das heißt, der Mond ist kleiner, der hat ja dieses Kilogramm gar nicht so dolle angezogen. Das war nur zu einem Sechstel der Fall. Andersrum. Wenn man sich die alten Bilder anguckt, sieht man es auch. Die Astronauten hatten zwar einen riesenschweren Kram hinten drauf, Luftflaschen und allerlei Kram, aber die sind trotzdem gehüpft und auf dem Mond konnten sich wie Federn bewegen, wenn sie nur ein Sechstel so schwer waren. Nehmen wir an, ein Astronaut, machen wir es mal rund, wäre 120 Kilo Masse, dann würde er auf der Erde mit 120 Kilo Masse, also mit 1200 Newton, kommen wir später drauf, angezogen werden. Oder damals sagte man mit 120 Kilopond. Auf dem Mond nur durch 6, 20. Umgekehrt, wenn ein Mensch 1 Meter aus dem Stand hochspringen kann, dann könnte er dann theoretisch 6 Mal so hochspringen. Das ist drastisch. Guckt mal bloß an die Decke, das sind 4 Meter. Einfach mal so, schwupp, 4 Meter hochspringen, das wäre doll. Aber eins haben die Astronauten gemerkt. Wir nehmen mal diese beiden Körper hier, diese beiden Würfel. Und knallen die mal gegeneinander. Und noch besser, wenn ich hier den Daumen dazwischen halte, dann tut das auf der Erde weh, das tut aber auf dem Mond genauso weh. Das Blöde ist an der ganzen Geschichte, diese relativ massereichen Körper, 1 Kilogramm ist relativ viel, die, wenn sie einmal in Bewegung sind, tun genauso weh, wenn sie zusammenknallen. Das heißt, die sind träge. Masse drückt sich also in Trägheit aus. Masse drückt sich in Trägheit aus. Trägheit, kennen wir auch aus der Erfahrung. Der ist ja dick, der ist ja träge. Nee, 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 nee. Das geht gar nicht um die Trägheit, sich nicht bewegen zu wollen. Stellt euch mal vor, es steht ein Eisenbahnwaggon. Einfach so ein Eisenbahnwaggon, ein leerer Eisenbahnwaggon, 10, 11 Tonnen schwer, also massereich müsste ich sagen, steht auf einem Gleis und Rangierer stehen da und sagen, ja, jetzt haben wir keine Lok, was machen wir denn? Dann wissen die ganz genau, das schaffen wir zu dritt locker. Denn der Eisenbahnwaggon rollt ganz leicht, kommen wir später, Rollwiderstand, auf solche Sachen kommen wir zu sprechen. Der rollt ganz leicht, deswegen hat man ja Eisenbahnschienen genommen und nicht Straßen. Auf der Straße ist es schwerer, mit Gummireifen ist es viel schwerer. Aber vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, es gibt den Wettbewerb stärkster Mann der Welt. Da müssen die starken Männer so einen ungefähr 25 Tonnen schweren LKW ziehen, alleine, eine gewisse Strecke. Und wenn man es auch macht, wenn man so ein Ding zieht, dann zieht man den nicht zack, sofort auf ein paar Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit, sondern das dauert eine ganze Weile. Das heißt, je träger, je massereicher, je träger ein Körper ist, umso schwerer lässt er sich in Gang bringen. Umgekehrt wissen wir aber auch noch was anderes. Wenn einmal so ein schwerer Körper in Gang ist,
und dann rollt oder sich irgendwie bewegt oder ein Schiff, ganz egal, dann ist es auch genauso schwer wieder anzuhalten. Das heißt, Trägheit bedeutet, den Bewegungszustand nicht gerne verlassen wollen. Nur mal ein Beispiel, ein Hochseetankschiff muss ungefähr 30 Kilometer vom Hafen die Motoren auf rückwärts stellen, also richtig bremsen. 30 Kilometer vor dem Hafen schon anfangen zu bremsen, aber mit voller Kraft bremsen, damit es nicht voll in den Hafen rein donnert. So was heißt Trägheit. Wir kennen es auch alle. Vielleicht habt ihr es schon mal gemacht. Wenn man einmal ein Auto angeschoben hat, das geht langsam, denn das Auto ist ja massereich, 2 Tonnen, ist träge. Aber umgekehrt das Auto genauso wieder zu bremsen, wenn es einmal gerollt, wenn es einmal im Rollen ist, das ist genauso schwer. Machen wir mal bis dahin eine kurze Verständnispause. Jetzt haben wir uns eine Weile über Trägheit unterhalten. Ja, träge. Trägheit ist, je träger was ist, so darf man es nicht machen. Wir haben uns auf folgenden Satz geeinigt, damit man das ganz schnell formulieren kann. Je träger ein Körper ist, umso schlechter lässt sich sein Bewegungszustand ändern. Bewegzustand abgekürzt, Bewegungszustand. Je träger ein Körper ist, umso schlechter lässt sich sein Bewegungszustand ändern. Das kann Folgendes bedeuten. Erster Fall, ein Auto steht. Also ist es schwerer, es in Gang zu bringen. Daraus folgt, dieser Fall heißt, beschleunigen ist schwer. Beschleunigen, ich mache mal ein Plus dahinter, positiv, das heißt schneller machen. Ist schwer. Umgekehrt, ein Auto fährt richtig schnell. Daraus folgt negatives Beschleunigen, das heißt anhalten. Beschleunigen, hier Gänsefüßchen, aber hier negativ. Ist schwer. Ich halte mal wieder an, damit ihr das mitschreiben könnt. Ja, das ist. Ich schreibe zu schnell oder schon zu routiniert. Daraus folgt, ist so ein krummer Pfeil. Das heißt, daraus folgt. Na, den habe ich ja auch ziemlich luschig hingeschmiert. Ich mache auch mal besser. Daraus folgt, dann kann man nämlich sich einen Haufen Worte sparen. Das ist auch mathematische Sprache. Daraus folgt. Wieder in Kurzschreibweise. Daraus folgt wiederum. Jetzt, das mache ich mal in grün. Noch dazu, daraus folgt aus allem. Je träger, umso massereicher, umso reicher an Masse, kann man auch sagen, aber umso massereicher. Ich könnte massereicher auch zusammenschreiben, klein, das wäre die alte Schreibweise. Also, wenn etwas träger ist, dann muss es viel Masse haben. Je träger, umso massereicher. Und noch was, ich gehe noch mal auf diesen Zustand im Blauen ein. Und das müssen wir wissen. Wenn ich etwas beschleunigen will und es hat viel Masse, dann muss ich mich ganz schön dolle anstrengen, dann muss ich richtig viel Kraft aufwenden. Also, je mehr Masse etwas hat, umso mehr Kraft muss ich aufwenden. Dürfte eigentlich klar sein. Ich kriege so ein Auto, wenn es steht, alleine vielleicht gar nicht beschleunigt. Das heißt, ich kann es gar nicht anschieben. Also ich brauche noch einen zweiten, der kraftmäßig mithilft. Da steckt etwas dahinter. Genauso ist es mit dem Bremsen. Ich muss mehr aufs Bremspedal latschen, wenn ich ein schnelles Auto wieder zum Stillstand bewegen will. Also den Bewegungszustand schnell wieder auf langsam oder gar Stillstand ändern will. Je mehr Masse etwas hat, umso mehr Kraft muss ich aufwenden. Das steckt in folgender Formel drin. Das machen wir jetzt mal schon. Bloß mal zeigen. F. Das hatten wir vorhin schon mal, ist m mal a. Wobei F die Kraft ist, Force. Ich schreibe gar nicht mehr Kraft hin.
Klein m ist die Masse. Und das ist Acceleration. Die Beschleunigung. Also das ist Beschleunigung. So, ich mache mal hier Pause, sonst wird es wieder zu lang. Wir erklären dieses ganze Thema nochmal. Was das in der Praxis bedeutet, werden wir jetzt gleich auf dem Spielplatz ausprobieren. Und zwar verschiedene Dinge. Einerseits Schaukel. Wir werden das probieren, indem wir einen raufsetzen, der schwer ist, und einen darauf setzen, der leichter ist. Der hält sich hier fest und freut sich. Dann lassen wir ihn schaukeln. Wir werden das auf dem Karussell ausprobieren. Karussell heißt ja, das Ding dreht sich. Ihr werdet selber merken, wie viel Kraft man aufwenden muss, wenn sich ungefähr 5 Mann draufstellen, oder wie wenig Kraft man aufwenden muss, um den Bewegungszustand zu ändern. Das heißt, auch bei Drehbewegungen gilt das, wenn nur einer draufsteht und so weiter. Das probieren wir jetzt aus. Wir werden noch ein paar andere Kleinigkeiten probieren. Einfach mal, damit ihr ahnt, was mit Kraft, Bewegung, Beschleunigung, Geschwindigkeiten und so weiter funktioniert. Machen wir jetzt. Also, ich schließe das Video an der Stelle ab.